Herzlich willkommen bei Video Wissen. Das DLR Astro Seminar in Köln hatte ja den Vortrag von Rainer Beck angeboten, die Erforschung des galaktischen Magnetfelds. Und hier kommt die Fragerunde dazu. Viel Spaß! Ja, sehr, sehr interessante Frage. Also ich wiederhole das nochmal kurz, ob Zeitunterschiede bei verschiedenen Entfernungen da eine Rolle spielen können. Also die Antwort ist, bei einer einzelnen Galaxie spielt das keine Rolle, weil wir haben ja Größen, sagen wir mal, von 20.000, 30.000 Lichtjahren. Das heißt also, die Zeitunterschiede zwischen links und rechts sind ja keine, aber wir haben immer noch vorne und hinten. Das heißt, es gibt immer noch Objekte von dem vorderen Teil der Galaxie, die einige 10.000 Jahre früher los Radiowellen geflogen sind als die auf der anderen Seite. Aber die Zeitskalen, von denen wir hier sprechen, die sind noch sehr viel größer. Also die Zeitskalen, auf denen der Dynamo passiert, die sind in der Gegend von einigen zig oder sogar 100 Millionen Jahren, also wesentlich größer. Und die Zeitskalen für kleinräumige Prozesse, Turbulenzprozesse, sind auch immer noch in der Gegend von einer Million Jahre. Das heißt also, das hat noch nie jemand sich darüber Gedanken gemacht. Insofern ist die Frage wirklich sehr interessant. Aber tatsächlich spielt das wegen der enormen Zeitskalen im Universum, in dem ganzen astrophysikalischen Prozessen, spielt das keine Rolle. Aber wenn man Galaxien in verschiedenen Entfernungen ansieht, dann spielt das sehr wohl eine Rolle. Und das nutzen wir natürlich auch aus. Ne? Wir versuchen, Galaxien zu messen in verschiedenen Entfernungen und zu gucken, wenn wir in die Zeit zurückblicken, sehen wir eine Entwicklungsgeschichte. Und das ist im Moment ein ganz, ganz heißes Thema. Wir versuchen also, möglichst große Entfernungen zu blicken. Und da gab es gerade im letzten Jahr eine Beobachtung, die mich enorm beeindruckt hat. Auch wieder im Infraroten. Wir haben Infrarotpolarisation gemessen in einer Galaxie, in einer Rotverschiebung von 2,6. Das ist also eine 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Also eine Galaxie, die mehr als 10 Milliarden Jahre alt ist. Und haben da Polarisation gefunden. Und die Galaxie war nur deswegen zu beobachten, weil die hinter einer Gravitationslinse sitzt und verstärkt worden ist. Egal, auf jeden Fall gibt es in diesen ganz frühen Galaxien in der Tat schon geordnete Magnetfelder. Und das war völlig verblüffend. Man hat nicht gewusst, dass das so schnell geht, dass Magnetfelder geordnet werden können. Das heißt, diese Galaxie hatte, wenn die 2 Milliarden Jahre alt hat, da braucht man ja noch eine Zeit, um die Galaxie überhaupt erstmal zusammenzukratzen, sich zu entwickeln. Da war nicht viel mehr als 1 Milliarde Jahre Zeit für die Entwicklung des Magnetfeldes. Und das war verblüffend. Das war verblüffend, dass das so schnell geht. Also da nutzen wir tatsächlich den Zeitfaktor, indem wir zu verschiedenen Rotverschiebungen gehen. Aber die Ergebnisse bis jetzt sind so die ersten Ergebnisse, die kommen. Mit dem Square Kilometer Array sollte das alles sehr viel besser gehen. Da können wir sehr viel mehr Galaxien finden, auch in größeren Entfernungen. Welche Feinstruktur? Also die Linien, man sieht in dem farbigen Bild des Schattens des Schwarzen Loches fast keine Feinstruktur. Man sieht, dass es an einer Seite vielleicht etwas heller ist als auf der anderen Seite. Aber das sind Dinge, die sind nicht ganz klar, ob das wirklich reell ist. Das heißt, je nachdem, wie man die Bilder entwickelt, sieht man mal mehr oder weniger davon. Es gibt wahrscheinlich Intensitätsunterschiede. Es gibt auch Knoten in dem Ring, die auch wandern, die sich verändern. Das ist wahrscheinlich so. Aber die andere Feinstruktur in den Magnetfeldlinien, das ist also ein reiner Artefakt. Das heißt, diese Linien werden gemalt, eben so wie die anderen Bilder, die ich auch gezeigt habe, anhand der Polarisationsrichtung. Da gibt es keine Feinstruktur drin. Das ist nur, weil man eben die Polarisationsrichtung als Linien darstellen muss. Deswegen muss man eine Linie neben der anderen malen. Das ist also vielleicht etwas irreführend. Man muss sehr aufpassen. Dieses IHT, Event Horizon Teleskop, das besteht nur aus ein paar Teleskopen. Das heißt, idealerweise müsste man überall auf der Erde Teleskope haben, hat man aber nicht. Man hat nur einige wenige Punkte. Und damit ist das Ganze sehr stark angewiesen auf die Computeralgorithmen, die aus den Daten die endgültigen Bilder produzieren. Und da hat man also auch absichtlich beim IHT verschiedene Institute haben sich an die Arbeit gemacht, die mit verschiedenen Algorithmen arbeiten, um zu gucken, wie ähnlich die sind. Und hat dann am Ende alle Ergebnisse miteinander gemittelt. Also ist von einem
Algorithmus eines Instituts zu einem anderen gibt es durchaus signifikante Unterschiede. Also das Ganze ist mit Fehlern, immer noch mit Fehlern behaftet. Das ist bei den Radiobildern, die wir sonst so gezeigt haben, nicht so, weil wir da sehr viele Teleskope haben, die sehr viel dichter gepackt sind. Also je weiter entfernt die einzelnen Teleskope sind, desto schwieriger wird das. Und da kriegt man leider auch Artefakte, die man nicht verhindern kann. Ja, sehr richtig. Also Frage war, unsere Milchstraße ist gekrümmt durch eine Zwerggalaxie. Das stimmt. Das ist also eine Warp, eine Verwerfung unserer Milchstraße. Das ist auch alles magnetisch. Das stimmt. Ob das schon jemand sich genau im Magnetfeld angeguckt hat, das ist mir jetzt im Moment nicht bekannt. Aber in der Andromeda-Galaxie sehen wir das tatsächlich. Da, wo die untere Zwerggalaxie sitzt, da gibt es tatsächlich eine Verbiegung. Da ist der Ring etwas deformiert. Da sieht man also wirklich, dass die Begleitgalaxie da den Ring etwas verändert. Insofern wird das in unserer Milchstraße auch so sein. Aber wie gesagt, wir sitzen mittendrin und so eine Verwerfung zu sehen ist schwierig, ne, weil wir sehen entlang der Sichtlinie alle möglichen Entfernungen. Wir können das ganz schlecht voneinander trennen. Das ist ein sehr, sehr, sehr offenes Problem. Es ist nicht klar, welche Rolle die Magnetfelder in der Entwicklung unseres Universums gespielt haben. Das hängt ganz stark von der Magnetfeldstärke ab und die kennt man einfach nicht mehr. Wir wissen nicht, wie die Magnetfeldstärken im frühen Universum waren. Das ist also auch ein aktives Forschungsgebiet. Wir versuchen also zu möglichst weit entfernten Galaxien zu kommen, um zu gucken, wie sind da die Magnetfelder. Nicht in den Galaxien selber, da sind sie stark, ganz klar, aber außerhalb der Magnetfelder. Außerhalb der Milchstraßensysteme. Um dann eine Ahnung zu bekommen, wie stark waren die Magnetfelder, bevor die Galaxien entstanden sind. Das ist völlig unklar. Da sind die Abschätzungen gehen über viele Größenordnungen auseinander. Also die allgemeine Meinung ist, dass die Magnetfelder keine Rolle spielen, aber aufgrund meiner Erfahrung, meines Lebens, würde ich sagen, da sollten wir mit solch einer Aussage vorsichtig sein. Fast alle Modelle des Universums sind rein gravitativ. Also geht nur um die Bildung von Strukturen, dann die Zusammenballung von Strukturen. Also erstmal Bildung von Materie, dann Bildung von Galaxien, Bildung von Sternen. Da spielen die Magnetfelder im Moment noch keine Rolle. Aber das könnte sich unter Umständen ändern, wenn wir mehr wissen über die Entwicklung von Magnetfeldern. Also leider ist es so, das hätte ich mir immer so gewünscht, dass die Magnetfelder dieses Problem der dunklen Materie beseitigen könnten, aber das klappt leider nicht. Ne? Das wär so mein Traum gewesen. Man hätte eines der fundamentalen Probleme der Kosmologie oder die dunkle Energie mit Hilfe von Magnetfeldern lösen können. Das funktioniert aber nicht, weil Magnetfelder auch eine positive Energieform sind, die alles nur noch schlimmer macht. Aber es gab mal interessante Ideen, dass die dunkle Materie im Außenbereich von Galaxien. Galaxien rotieren ja viel zu schnell in den Außenbereichen, als sie eigentlich sollten. Man sieht vielleicht ganz kurz nochmal die Materie, die man sehen kann. Wenn man dann überlegt, wie schnell müssen sich Sterne um die Milchstraße, das Milchstraßenzentrum herum bewegen, dann stellt man fest, dass die sich sehr viel langsamer bewegen müssten, als wirklich gemessen wird. Das heißt also, die bewegen sich viel zu schnell. Wenn sie aber viel zu schnell sich bewegen, müssten die Sterne eigentlich aus dem Milchstraßensystem herausfliegen. Um das Problem zu lösen, hat man die dunkle Materie eingeführt. Man hat also ganz viel extra Materie, die die Sterne in einem Milchstraßensystem hält. Und da gab es mal eine Zeit lang eine interessante Idee, dass vielleicht Magnetfelder dazu beitragen könnten. Und das ist tatsächlich so, ein kleiner Teil dieser Extra-Rotation kann durch Magnetfelder stabilisiert werden, aber leider löst es das Problem nicht. Es löst nur einen kleinen Teil des Problems. Also Magnetfelder spielen bei der Rotation auch eine Rolle, weil natürlich die Sterne nicht isoliert sind, sondern in Gaswolken sind. Die Gaswolken sind ionisiert, die reagieren mit den Magnetfeldern, aber dunkle Materie kriegt man leider damit weg, nicht weg. Ne? Wäre schön gewesen. Also die Frage ist, worauf bezieht sich das Square Kilometer Array, habe ich nicht erwähnt. Tatsächlich ist die Idee, im Endausbau eine Quadratkilometer große Sammelfläche zu bekommen. Also Effelsberg ist so grob 100 mal 100 Meter, also 10.000 Quadratmeter, ein bisschen weniger. Und da soll man also eine Sammelfläche haben, die 100 mal größer ist, also so viel wie 100 Effelsberg-Teleskope. Das ist die Idee. Das ist bis zum Ende, bis zu dieser Fläche noch nicht völlig durchfinanziert. Wir fangen erstmal mit einer ersten Stufe an, aber am Ende soll das mal so werden.
Und jetzt weiß ich nicht genau, ob man alle drei Teleskoptypen da zusammenzählt oder ob das jedes davon haben soll. Ist mehr so ein, sagen wir mal, so ein wissenschaftspolitisches Ziel, ne? Das soll, will man am Ende erreichen. Ich vermute mal, alle Teleskope zusammen sollen dann Quadratkilometer ergeben. Aber es soll auf jeden Fall von diesen Parabolspiegeln sollen einige Tausend dann auf den Boden kommen. Das heißt, da braucht man schon eine ordentliche Massenproduktion. Und viele kleine sind natürlich viel billiger als einige wenige große. Oh, spannend, ganz spannende Frage. Klar, Herr Blome kennt sich da wunderbar aus. Und als Frage ist, braucht man Saatfelder? Also der Dynamo braucht auf jeden Fall Saatfelder. Der Dynamo kann nicht ab initio von null an anfangen. Das geht nicht. Also wenn keine Magnetfelder da sind, dann kann man noch so einen tollen Dynamo haben, es funktioniert nicht. Ne? Man braucht also Saatfelder. Die Frage ist, woher kommen die Saatfelder? Und da gibt es also, Sie wissen es besser als ich, ein paar hundert verschiedene Publikationen, wie man Saatfelder produzieren kann. Also die mir am vertrautesten ist, das ist die dauernde Ladungstrennung. Also wenn Sie kein Magnetfeld haben, dann Magnetfeld zu produzieren, ist nicht einfach. Sie können Ladungen zwar trennen, aber die kommen dann, die muss man dann rotieren lassen. Also zum Beispiel ein kompaktes Objekt, geladenes Objekt. Wenn man das rotieren lässt, dann wird durch die Fliehkräfte werden die Protonen im Mittel etwas weiter nach außen gedrängt als die Elektronen. Dann entsteht also ein elektrisches Feld, was durch die Rotation aufrechterhalten wird. Und wenn man dann rotieren lässt, hat man ein elektrisches Wechselfeld. Man erzeugt also ein Magnetfeld. Das ist also eine der Grundideen, wie man ein Saatfeld erzeugen kann. Und dann überlegt man sich, wo können solche kompakten Objekte auftreten? Das könnten also Innere von Sternen sein, das könnten andere kompakte Objekte sein, die es im Universum gibt. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Also die populärste sind AGNs, also schwarze Löcher und die aktiven Kerne im Zentrum von Galaxien. Das wäre also eine Produktion innerhalb der Galaxien. Also man muss eine Zeit lang warten, bis die Magnetfelder genügend Saatfelder produziert haben, damit dann der Dynamo anspringen kann. Aber wie gesagt, wir sehen schon eine Galaxie, die nur 2 Milliarden Jahre alt ist, schon starke und geordnete Magnetfelder. Also ob das funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Man muss sie also irgendwo anders hernehmen. Und da bin ich dann nicht mehr Fachmann. In der Kosmologie gibt es also viele Phasenübergänge, bei denen schwache Saatfelder produziert werden könnten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Sorgen müssen wir uns nicht machen über die Saatfelder. Wir müssen uns nur darüber Sorgen machen, welche der verschiedenen Theorien die wahrscheinlichste oder die richtige ist. Und da werden Sie vielleicht in Ihrem Vortrag in 2 Wochen was Genaueres zu sagen, vermute ich, hoffe ich. Ne? Wenn es also keine Dynamo-Prozesse mehr gibt, dann kann das Magnetfeld nicht weiter verstärkt werden. Aber die Galaxien, wie ich erläutert habe, pusten ja ständig Gas- und Magnetfelder in den intergalaktischen Raum. Und das wird da bleiben, das Magnetfeld. Das heißt, es gibt keinen Nachschub, aber insgesamt wird das Niveau der Magnetfelder im intergalaktischen Raum immer weiter ansteigen durch den Auswurf von Magnetfeldern. Aber wenn nichts mehr nachgeliefert wird, dann wird das Magnetfeld auf einem gewissen Niveau dann bleiben. Und dabei auch bleiben. Wie gesagt, verschwinden kann Magnetfelder durch Rekonnektion, wenn also Magnetfeldlinien verschiedener Polaritäten aneinander gedrückt werden, aber der Effekt ist in so einem dünnen Medium wie intergalaktischen Medium völlig vernachlässigbar. Also das heißt, ich vermute mal, die intergalaktische Magnetfeldstärke nimmt immer weiter zu und wird dann irgendwann auf einem Niveau sich einpendeln. Aber wie viel, ist mir keine Arbeit bekannt. Das wäre jetzt sozusagen lokal gedacht, aber global würde die Expansion natürlich auch die Magnetfelder verdünnen, weil die gesamte restliche Materie im intergalaktischen Raum natürlich immer weiter verdünnt wird und so auch die Magnetfelder. Ja, stimmt, ja, guter Hinweis, ja. Und ob sich das die Waage hält, das wäre ein interessantes Problem, ob die Nachlieferung von Magnetfeldern aus den Galaxien und die Verdünnung durch die Expansion, wie das relativ sich zueinander verhält, das wäre, kann ich so auf Anhieb nicht beantworten. Das wäre eine interessante Frage. Aber die Wissenschaftler sind sich über die Rate an Produktion, an Auswurf von Magnetfeldern überhaupt nicht einig. Also da gibt es viele, viele Größenordnungen Unterschied in den verschiedenen Arbeiten. Insofern wird wahrscheinlich noch keiner sich trauen, diese Frage zu beantworten. Aber es ist eine interessante Frage. Ne? Nimmt das globale Magnetfeld im Universum zu oder nimmt es ab? Magnetfelder in Galaxien, vielleicht um das noch zu ergänzen, die haben am Anfang stark zugenommen.
Aber die haben sich tatsächlich auf einem gewissen Niveau eingependelt, weil eben dieser ständige Verlust von magnetischer Energie nach außen passiert. Also das ist so ungefähr, bleibt ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das heißt, wir haben am Anfang einen starken Anstieg, dann bleibt das auf dem gleichen Niveau. Wenn aber dann die Galaxien immer mehr Materie verlieren, auch immer weniger Sternbildung passiert, dann wird das Magnetfeld in den Galaxien auch abnehmen. So würde ich mal vermuten. Da habe ich eine klare Meinung. Bei der anderen Frage bin ich überfragt.